Wenn du auch zu den Menschen gehörst, die sich darüber Gedanken machen, wie sie ein Leben führen können, um größere oder immer größer werdende Ergebnisse zu erzielen, und du die bisher aber noch nicht hast, dann heiße ich dich herzlich willkommen hier in diesem Video. Denn in diesem Video lernst du es, was das wichtigste Geheimnis, um in der Zukunft andere bessere Ergebnisse zu erzielen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer von mehr als 20 Unternehmen, Unternehmensberater, sondern auch vom Herzen her gerne Coach. Das bedeutet, als Professional Coach habe ich in viele Leben, in viele Biografien nicht nur hineinschauen dürfen, sondern diese Menschen auch bei der Transformation begleiten dürfen. Und das Ergebnis, das zeige ich dir jetzt in dem Video. Bei fast allen Menschen ist es so, dass sie zwischen dem 1. und dem 20. Lebensjahr an von ihrem Herkunftssystem geprägt werden. Das bedeutet also, deine Eltern, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Geschwister, deine Sportkameraden, allesamt nehmen sie Einfluss auf dich, sie prägen dich. Das heißt, sie programmieren und gestalten deine neuronalen Netze, deine Persönlichkeit, also dein Gehirn. Und damit ist es auch erstmal festgelegt, wenn deine Eltern und dein Umfeld eher kleine Brötchen backen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass du auch selbst in der Zukunft kleine Brötchen backen wirst. Die gute Nachricht aber ist, dass du einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil hast im Gegensatz zu toter Materie, zu Pflanzen und Tiere. Denn tote Materie kann sich nur im Rahmen des Ausdehns, Zusammenziehen der Aggregatzustände verändern, aber mehr nicht. Die Pflanzen haben ein Programm und sie wachsen mal nach links und nach rechts, aber immer nach den Grundbefehlen eines von innen angelegten Programms. Auch bei den Tieren ist es letztendlich so veranlagt, dass sie eine bestimmte Bandbreite an Verhaltensregeln haben. Sie haben zwar eine gewisse Lernfähigkeit, aber die ist schon in ihrem Betriebsprogramm angelegt. Wir Menschen haben aber einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Wir können entweder mit der Prägung, mit den Traditionen aus dem Elternhaus, aus dem Herkunftssystem weitermachen und sehr wahrscheinlich werden wir auch überleben. Aber wenn meine Eltern kleine Brötchen gebackt haben, so werde ich das sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft selbst tun. Wenn du also mit den Ergebnissen und den Brötchen, das dein Herkunftssystem bisher gebacken hast, nicht zufrieden bist oder einfach andere Brötchen backen willst, dann hast du die Wahlfreiheit, und zwar jeden Tag, auch heute aufs Neue, eine Entscheidung zu treffen, innovativ zu sein und neuen Input zusammenzustellen. Es liegt an dir, ob du dich heute Abend wieder bei Netflix auf die Couch setzt, ob du dich mit den gleichen Menschen zusammensetzt und immer das gleiche Thema behandelst, oder ob du dir eine Liste machst von neuen Büchern, ob du dir einen Plan machst für die Entwicklung deiner Kompetenz und dein Erlernen neuer Fähigkeiten und ob du einen Plan machst, dein Umfeld auch so anzupassen, dass dort die Menschen drin sind, die vielleicht schon die Brötchen backen, die du selbst so sehr backen willst. Um dir das plausibel vor die Augen zu führen, frage ich dich einfach, wie wahrscheinlich es sein wird, dass du mit deinem Computer eine PowerPoint-Präsentation machen wirst, wenn du nur Word auf deinem Computer installiert hast. Wie gut werden dir Excel-Tabellen gelingen, wenn du nur Word auf deinem Computer installiert hast? Und du merkst es schon, hier ist es relativ logisch. Du brauchst die entsprechenden weiteren Programme, weitere Software auf deinem Rechner. Du brauchst PowerPoint und du brauchst Excel, damit dein Ziel gelingt, andere Ergebnisse zu erzielen. Und wenn du diese Erkenntnis, die du sehr wahrscheinlich praktizierst, sowohl bei deinem PC als auch mit den Apps auf deinem Smartphone, wenn du diese Erkenntnis überträgst auf dein gesamtes Leben, also du anfängst, Verantwortung zu übernehmen für die Gestaltung deines Gehirns, deiner Fähigkeiten, deiner Persönlichkeit, dann wird es auch ein leichtes sein, andere, vielleicht bessere oder größere Brötchen zu backen. Und jetzt wird dir vielleicht auch bewusst, was das Geheimnis von Menschen ist, die andere oder bessere oder größere Ergebnisse erzielen, im Gegensatz zu denen, die immer wieder gleiche Ergebnisse erzielen und nicht wirklich vorankommen. Der Unterschied ist, dass die Menschen ihren Traditionen verhaften bleiben. Der Unterschied ist, dass die Menschen nichts wirklich Neues lernen. Der Unterschied ist, dass diese Menschen im gleichen Kontext mit den gleichen Menschen zusammen sind. Und wenn dort die Prägung auch immer gleich wird, der Einfluss, der Input, dann wird sich auch im Gehirn nichts ändern. Und wenn sich im Input das Gehirn nichts ändert, wird sich auch der Output nicht wirklich ändern. Deshalb lade ich dich zu drei folgenden Schritten ein. Der erste Schritt ist, dass du ab sofort deine Schranken, deine Input-Schranken in dein Gehirn, dein Sehen, dein Hören, all das erstmal verschließt vor dem gleichen Input, der dich bisher schon programmiert und geprägt hat. Der zweite Schritt ist, dass du Verantwortung dafür übernimmst, mit welchem neuen Input du selbst dich auseinandersetzen willst. Also was genau willst du in dein Gehirn hineinlassen?
Und beim dritten Punkt geht es darum, dass bereits in deinem Gehirn, in deinem Unterbewusstsein eine ganze Reihe, Menge von Daten hineingesickert sind. Da liegen Gigabyte von deiner Familie, von deinem Schulungssystem, von deinen Freunden, von deinen sportlichen Ausbildungen, von der beruflichen Ausbildung. Und die sind nicht einfach raus, weil du jetzt sagst, ich will neue Brötchen backen. Die Gefahr ist, dass die neuen Informationen auf das alte raufkommen und dann eingefärbt werden. Das heißt, wie ein schimmeliger Apfel auch die neuen Äpfel anschimmelt. Daher such dir einen guten Freund, einen Coach, einen Seelsorger, einen Mentor, einen Berater oder schließe dich einer Interventions- oder einer Mastermind-Gruppe an und arbeite daran, dass diese alte Programmierung aufgearbeitet, erneuert und umgestaltet wird und stelle sicher, dass deine Schranken für den Input in deinen Geist nur noch den Input auch reinlässt, für den du Verantwortung übernommen hast, den du abgesegnet hast, der konform ist mit deinen Zielen und deinen Werten. Und wenn du auf dieser Reise der Umgestaltung Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, nicht nur das Video jetzt mit Daumen hoch zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Unsere Berater helfen dir bundesweit und unsere Coaches helfen dir auch bundesweit dabei, genau diesen Weg zu gehen und auf dem Weg zu bleiben. Und das ganz besonders, wenn du dich selbstständig machen willst oder dein Unternehmen zu noch größeren Höhen führen willst. Dein Daniel.